Im heutigen Update zum guten Bruder BTC zeige ich euch, dass genau das Level, was wir uns rausgezogen haben, angelaufen wurde, wie wir diese bestimmen, dass es gerade etwas knifflig ist, wo der Kollege hängt und womit wir in nächster Zeit rechnen müssen. Also unbedingt auschecken! Ihr wolltet mehr Content, es gibt mehr Content, zumindest versuche ich es. Ey, vielen Dank, dass sich so viele darauf gemeldet haben. Es geht mir auch darum, dass der ein oder andere etwas mitnehmen kann und deswegen werden wir jetzt auch immer vermehrt drauf eingehen. Ey, Glocke aktivieren, denn heute Abend kommt der erste Trailer für Goat Charters raus. Videopremiere, damit ich mich ja etwas kreativ entfalten kann. Unbedingt auschecken und ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie es da weitergeht. Ich werde das aufziehen wie eine Serie, das nur mal so weit dazu. Und jetzt viel Spaß und wir hören uns, liebe Leute. Die Moves zu korrigieren und dann wieder hier unten. Solange wir anhand der Marktstruktur sagen, hier ist ein Higher Low, hier ist das neue High, hier ist so ein internes. So schnell vergeht die Zeit, da sind wir auch schon wieder da unten angekommen, aber darum geht es natürlich nicht. Wir halten uns hier wieder up to date. Es gibt Leute, die haben viel mehr Geld, es gibt Leute, die sind viel früher in Krypto drin gewesen. Aber wir wollen den Grundstein setzen. Keiner ist so präzise wie wir. Und heute Abend, wahrscheinlich hat es der Vergangenheitsfixel schon angekündigt, heute Abend unbedingt einschalten, es kommt der erste Trailer zu den Goat-Chartern. Jeder, der den Kanal mit Anonymous unterstützt, bekommt vollen Zugang zu dem gesamten Wissen. Und ich würde es ein bisschen aufziehen wie eine Serie. Wird eigentlich ganz cool, denke ich. Aber nichtsdestotrotz auch hier nur nochmal ein kurzer Einblick. Nicht um die Werbung zu machen, sondern einfach wie wir handeln. Das war heute Morgen USDN. Wenn wir da nur mal eine Sekunde reinschauen. So wird da gehandelt, wenn wir uns das anschauen. Das war genau dieser Flip. Und darum geht es halt, um präzise Arbeiten. Und hier sehen wir genau, wie der Markt das spielt. Und genau so auch beim Bruder BTC hatten wir ja oben dieses Level und unten dieses Level, was wir uns präzise rausgezogen haben. Und hier sieht man auch, wir wussten es ja nicht, aber der Markt gibt uns wieder recht. Und der Markt hat gesagt, jo, Jungs, ich halte hier an. Wo stehen wir denn jetzt? Aktuell ist es nämlich so, wir kriegen jedes Mal da oben auf den Deckel, wenn wir uns das hier auch anschauen. So, dafür braucht man ja nicht viel, um zu sehen, okay, sobald der Bruder hier reinrennt in die Fresse, da wieder in die Fresse und wir halten uns jedes Mal. Also versuchen uns zu fangen, aber hier dieses Level war wieder interessant, weil wir haben gesagt, solange wir uns in dieser Struktur befinden, jetzt an alle neuen, das ist nur eine shady Trendlinie, damit möchte ich nur ungefähr die Struktur aufzeigen, dass wir halt noch im Aufwärtsmove sind, dass wir auch sagen, solange wir uns hier halten und das machen wir aktuell, hat es noch ein Zeichen der Stärke. Das Ding ist, was ich etwas, wenn wir wieder nach der Kerzenkunde gehen, sehen ist, wir haben hier, wenn wir sagen, wir sind von hier aus gestartet, das waren 4 Kerzen und hier sind wir in 2 Kerzen, haben wir quasi alles, was wir aufgebaut haben, wieder abverkauft. Also von oben kam mehr Druck, dass der Markt gedumpt ist. Das ist immer so ein Zeichen, ja, es ist gerade noch Gegendruck. Was aber positiv ist, wir halten uns. Wir sehen, wir hätten uns das Level halt auch noch präziser rausziehen können. Brauchen wir jetzt aber nicht, denn wir sind ja nach wie vor vorbereitet. Ich werde jetzt versuchen, auch öfters das zu machen, dass wir zum Beispiel zum Wochenbeginn den Chart auseinanderpflücken, sagen, hier hat die Woche begonnen, da hat sie ihre Highs und ihre Lows gebildet und dann versuche ich den weiter zu betreuen, soweit es möglich ist. Denn wenn wir uns das, ja, das Level lassen wir jetzt mal weg, wenn wir uns im Großen und Ganzen diesen Bereich anschauen, ab jetzt, weil wir, warte, Moment, wir haben ja hier unsere Highs gebildet, hier ein klägliches Low da wieder. Also das Ding ist, wenn der Trend nicht mehr so clean zu erkennen ist, heißt es einfach, wir bilden eine Range hier zwischen. Und das hat zum Nachteil, eine Range ist immer 50-50. So, das jetzt der letzte Move, da haben wir wieder Nostradamus Analytics mäßig das Level rausgezogen. Ab jetzt ist es aber das Ding, jetzt hat sich der Bereich verkleinert. Das heißt, jetzt haben wir diesen Bereich. Ich hab die Linie mal fetter gemacht, damit man es besser sieht. Normalerweise nutze ich die nicht. Ich finde, das sieht richtig hässlich aus. Das nur mal so nebenbei. Und jetzt sehen wir auch hier zwischen schon,
Ich versuche es nicht so schnell zu machen. Sehen wir auch hier zwischen schon wieder die neuen Bereiche, die sich bilden. Wenn wir das wegmachen. Okay, gestrichelt ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu hart. So und so. Sehen wir auch, erster Move hat sich perfekt gehalten, wieder nach oben gegangen. Dann folgen wir der Struktur. Nächstes Level angelaufen, hier mal eben kleiner machen, da sieht man schon wieder. Warum ich jetzt kleiner gemacht habe, ist, dass man hier sieht, wenn ich es hier auf den Kerzenkörper im Stundenschalt lege, haben wir nichts gesehen. Wenn ich dann aber kleiner gehe, habe ich es hier dran an dem Hai gelegt. Moment, wir können auch eben mal etwas kleiner gehen und uns den Bereich anschauen. Da sieht man nämlich sofort, dass wir... Moment. Verdammter Magnet. Wir haben hier diesen Bereich, der gebrochen worden ist, impulsiv. Und dadurch entsteht hier halt ein interessanter Bereich, den wir uns rausziehen können. Wo wir dann drauf warten. Und wo wir sehen, wo der Markt genau reinläuft. Und jetzt gerade hat er wieder das, was wir auch gerade beim USDN hatten. Also alles, was wir machen, können wir immer und immer auf allem anwenden. Das ist wichtig. Ein Flip, wenn wir einen Wick-Flip haben, das heißt, wir haben diesen Wick gebildet, wir brechen ihn gerade bullisch nach oben, ist es aktuell so, dass ich dann wieder in diesem Bereich erstmal schaue, kann ich den Move mit nach oben nehmen, weil er ja gerade versucht oder anhand dieser Struktur, die er bildet, also hier hallo, runter, hat er ja das letzte Tief gespielt, ist drüber und könnte dann versuchen, so weiter Gas zu geben. Wie gesagt, das kommt alles in GoChart. Das unbedingt, ey, haut die Glocke rein. Heute Abend der erste Trailer, 20.15 Uhr. Ich werde das als Premiere reinstellen. Es macht mir halt auch Spaß, muss man halt sagen. Ne? Ich bin gespannt. Und das ist halt diese Bereiche Intraday-mäßig, also jetzt sind wir im 5-Minuten-Chart, sind das immer die Möglichkeiten, wo wir diese Bewegung mitnehmen können, dann wieder bis zum nächsten High. Das gilt halt dann auch nur so lange, dass wir es wieder von groß nach klein runter skalieren und uns das dann wieder auseinanderpflücken, dass wir uns da drin halt nicht verlieren können. Denn, ja, soweit das Level sieht schon wieder interessanter aus, dass wir abwarten müssen. Wir können hier den Move nach oben longen, aber müssen wissen, dass es hier oben schon wieder zu Ende sein kann. Weil aktuell, was schön ist, dass er hier einmal drüber gegangen ist, aber wir sehen auch im M30, keine Kerze hat hier drüber geschlossen. Also wenn das hier der höchst gehandelte Punkt war, hat ja keine Kerze es geschafft, es drüber zu schaffen. Und wer sich an gestern erinnern kann, wir haben auch im Daily gesagt, wenn der Markt auch impulsiv irgendwo hinrennt, und dann da einfach stehen bleibt, dann ist es halt für uns Säbelrasseln. So, wenn ich gestern hier dran erinnern kann, dass wir auch gesagt haben, okay, wenn der Markt aber einfach in irgendein Level reinrennt, aber wenn er doch so viel Druck hat, warum geht er denn dann nicht drüber? Also einfach wirklich so dumm muss man sich das dann fragen. Und hier haben wir ja dann auch gesehen, da wurden wir dafür belohnt, dass man abgewartet hat und der Markt ist sofort nach unten gebrochen. Hier ist jetzt wieder das Gleiche. Wir müssen abwarten, ob er da drüber kommt. Den Weg nach oben darf man aber long. Wobei diese steile Liquidität sehr gerne geholt werden kann und wir dann wieder die nächsten Tiefs unten angreifen. So, das heißt, wir haben jetzt diese Möglichkeit, einmal zu long, bis wir diese Tiefs brechen und dann weiter nach unten rasen. So, das wieder zusammengefasst. Ich guck mal, verlasst euch nicht darauf, dass ich es immer schaffe, aber ich versuche es wirklich so gut wie möglich zu betreuen, um damit hier alle auf dem Laufenden bleiben und denkt an heute Abend Premiere. Und am Wochenende kommt dann der erste Trailer noch raus. Also bis dahin würde ich sagen, wir haben heute auch noch FOMC-Meeting, glaube ich heute gegen 20 Uhr. Wir schauen mal, wenn da was Katastrophales passiert, sehen wir uns vielleicht im Livestream. Ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns bis dahin. Peace.